So. Ich bin überlegen, ob ich noch einen zweiten Kaminzug setze. Das werde ich wahrscheinlich. Oh. Ja, die Baufehler baue ich gleich ab. Einen zweiten Kaminzug setzen. Und zwar für die Küche. Machen wir dann am besten gleich. So, dann wäre das nämlich hier. Zack, zack, zack. Das wäre der. Und hopp. Und dann kann man nämlich hier zack, zack, zack machen. Das braucht man nicht ganz so hoch, oder? Egal, lass mal so hoch. Aber so. Damit sind wir hier eigentlich soweit durch. Ich hätte jetzt das Dach fertig machen sollen. So. Hätte ich doch nicht so viele gebraucht. Naja, gut. Kann man nicht vorher ahnen. Ja, damit haben wir das Dach drauf. Aber die Fackel kann weg. Die Fackel kann da drüber. Die Fackel kann da auch weg. Und die Fackel kann da auch weg. Dafür machen wir hier Fackeln an die Ecken. So, wenn man reingeht. Die Ecke ist in Ordnung. Jetzt machen wir mal kurz hier mal kurz klar Schiff. Das heißt, die Erde kommt raus. So. Eine Treppe möchte ich hier eigentlich nirgendwo hinsetzen. Und was jetzt kommt? Geht das? Es würde gehen, aber wie komme ich da gerade hoch? Genau, ich habe das Dach letzte Mal, glaube ich, anders gesetzt. Jetzt muss ich überlegen, wie ich da hochkomme vernünftig. Aber was könnte man machen? So, ich brauche jetzt die Teile. So, dann machen wir hier mal kurz. War es beim letzten Mal auch so hoch? Ich glaube ja. Oder wartet mal. Doch, mache ich. So. Mist. Gut. Wir müssen sowieso noch ein paar haben, also stört das jetzt nicht. So. Nochmal 12. So, dann brauchen wir noch weiteres. Dann brauchen wir mal kurz das. Eine Leiter kriege ich da raus. Es ist doch 3 Leitern. Moment mal, könnten die sogar reichen? Nein, reichen nicht. Da brauche ich noch ein bisschen mehr. Bisschen mehr brauche ich noch. Was mache ich denn da? Da muss ich doch ran. Gibt's doch gar nicht. Und nochmal. Gut, wir machen alle Leitern dran, dann passt das auch. Das sammeln wir mal kurz auf. Ich würde sagen, wir machen da die Fackeln hin erst einmal. So. Dann. Obwohl, ich kann die Teile ja auch nutzen. Das ist ja halb so wild. Obwohl, nee, das schon so haben. Dann kann man jetzt. Habe ich das Bett immer noch unten stehen? Das Bett habe ich immer noch unten stehen. Du kommst mit. Ich glaube, ich habe das letzte Mal anders gemacht. Bin mir nicht sicher. Das kann man jetzt da hinstellen. Und
Jetzt brauchen wir noch mehr. Ich brauche noch ein bisschen davon. Und jetzt machen wir das so. Ich brauche ein hier vorne auf Ecke. Ich glaube jetzt nicht, dass die 7 noch reichen werden. Doch, reicht. Ist ja mal geil. So, hat man hier oben ein Geländer. Kann man nicht runterfallen. Und oben ist die Schlafnische. Dann habe ich hier unten wohnen. Gut, hier neben ist das Ding. Da kann man jetzt also keinen weiteren Raum anschließen. Vielleicht mache ich hier Fenster rein und mache da noch einen kleinen Nebenraum rein. Also so eine Tür, wo man eine Vorratskammer drin hat und so weiter. Würde sich eigentlich anbieten, oder? Ja, eigentlich schon. Wir machen mal das Fenster hier rein. Den Koldon und den Ofen nehmen wir da weg. Das kommt dann hier hin. Der Ofen und der kommt dahin. Das heißt, ich muss auch wieder hier ein bisschen was umdesignen. So, ich kann das hier auch wieder weg. Das heißt, wir dürfen wieder aufs Dach. Egal wie. Ja, so geht es mir aber auch, wenn ich normal baue. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr Minecraft spielt, aber so wie ich das hier gerade bastle, kann es mir wirklich gehen. Sag mal so, ich rede hier so nebenbei ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich rede. Und baue dabei. Und zwar genau so, wie ich es mir gerade vorstelle. Und man sieht gerade, wenn es mir nicht gefällt, reiße ich es wirklich noch einmal ab. Und so baue ich auch wirklich meine normalen Welten oder meiner Serverwelt auf diese Art. So, was jetzt natürlich fehlt, ist das hier. Was mache ich denn da? Da machen wir jetzt nochmal sowas hin. Zack. Zack, zack. Zack. Na. Weil es so schön ist, machen wir da oben Fackel ran. Hier passt auch noch eine Fackel hin erst einmal. Das ist ein bisschen heller. Ja, dann haben wir hier so einen schönen offenen Raum. Hier oben hört das Schlafgemach. Und hier kommt halt noch eine Tür rein. Die führt eigentlich in einen Bretterverschlag, würde ich sagen, ne? Bretterverschlag oder Stein? Ich würde sagen Bretterverschlag. Der kommt dann hier so schön ran. Ja, so da. Und dann, ja. Werden wir jetzt bauen. Bretterverschlag. Bretterverschlag heißt... Wo habe ich das Holz gelassen? Wo habe ich das Holz gelassen? Wir haben ja hier so einiges an Kisten. Achso. Genau. Ich renne vorne durch die Tür, wo wir hinten hier gerade was Neues gemacht haben. Ja, nee, ist klar. So, ein Bretterverschlag kommt jetzt dahin. Machen wir den so hoch sogar? Ja, doch, so hoch muss der sein schon, das ist keine Frage. Aber nicht so. Das kann ich doch wieder abreißen. Hier kommt einfach nur ein normaler Bretterverschlag hin. Wobei hier auf die Ecken können wir wirklich Holz setzen. Können wir es auch ganz ein bisschen stabilisieren. Sieht das Ganze nach Stabilität aus. So. Dann brauche ich wieder ein wenig Platz im Inventar. Ja, wie kriege ich jetzt Platz im Inventar? Kann man irgendwas stapeln? Nein, kann man natürlich nicht. Das ist doof. Und wir müssen doch hier mal kurz vorbeigehen. Ich brauche nochmal neues Holz.
Und hier auch nochmal. War klar. Noch einmal. Alter, was ist denn das für ein Baum? So. Ich brauche nur zwei Stück. Beim nächsten Holzfällen kriegen wir sowieso wieder genug, also was soll's. Das brauche ich. Davon brauche ich 1, 2, 3, 5, 6. 6, 7, 8. 8 Stück. 8 Stück davon. Ich würde sagen, 2 davon. So. Ja. Nein. Und dann. Ah, genau, machen wir so. Wird einfach nur eine kleine Bretterbude. Man kann sogar ein Fenster reinmachen, sehe ich gerade. So groß ist das sogar. Und dann. Dann haben wir hier eine kleine Bretterbude. So, ich mache hier noch ein bisschen die Erde raus. Zack, 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 zack. So, dann haben wir hier so einen kleinen Verschlag. Da drin baut man natürlich Türen ein. Eine Tür packt man hier hin. Eine Tür packen wir dahin. So, dann haben wir jetzt hier draußen den Kamin. Also, da muss noch einiges gemacht werden, sehe ich gerade. Da haben wir den Bretterverschlag. Ja, das ist dieser kleine Anbau. Ist halt so, hat sich so entwickelt, das Gebäude, sagen wir es mal so. Da hat man ja so gesehen hier seine Küche, hier vorne seinen Wohnraum. Würde ich sagen, Moment, wir packen hier mal. Machen wir so. Ne, gefällt mir nicht. Gefällt mir gerade die Leiter an der Stelle nicht. Aber die Leiter gefällt mir an der Stelle nicht. Die muss da weg. Die muss da weg. Das geht nicht. Machen wir das Ganze da mal zu. Das heißt, wir können die Leiter nur hier hinbringen, weil das andere hat ein Fenster, das andere Bereich. Dieses Fenster möchte ich auch nicht wegnehmen. So, das heißt, so, die Leiter kommt da trotzdem noch ran. Das Bett kommt dann also hier weg. Das machen wir wieder auf. Gut, das ist runtergefallen. Ich kann es gerade nicht aufnehmen. So. Machen wir das Bett halt auf die andere Seite. Geht ja auch. Ja, schon haben wir. Ja, es geht natürlich auch. Es geht viel besser. Weil jetzt kann ich nämlich hier in aller Ruhe. Was ist denn da? Für Mist. Zack, zack. Zack, zack. Fällt mir nicht. Machen wir anders. Zack, zack.
Ja. Nö, das sieht nicht aus. Dann machen wir den hier noch weg. Machen das so, genau. Jetzt kommt was zum Einsatz, was wir, glaube ich, hier noch gar nicht verwendet haben in dem Let's Play. Das haben wir wirklich, glaube ich, noch nicht verwendet hier im Einsatz. Schön Teppich. Da kommt noch was hin in die Ecke. Ja, machen wir hier oben ein bisschen Teppich. Moment. Eigentlich brauchen wir noch zwei. Alles können wir auch direkt hier oben machen. Machen wir hier oben ein bisschen Teppich liegen. Dann brauche ich noch mal ein paar. Können wir hier vorne noch mal ein bisschen Teppich auslegen. So. Was brauche ich jetzt? Na doch, habe ich noch. So, so. Zack. Zack. Gut. Hier kann ich es leider nicht anbringen. Theoretisch müsste da Doppelfackel hin. Machen. Nee, doch, dann machen wir es so. Das ist, glaube ich, schöner. Genau, dann haben wir das soweit durch. Jetzt kommt da noch Glas rein. Da lassen wir zu. Dann lassen wir zu, genau. Das ist soweit in Ordnung. Schön offen. Man kann hier hoch. Ast rein, Alter. Das sieht doch geil aus. Bisschen Teppich. Geil. Trotzdem kein Platz im Inventar. Boah. So, wir machen hier mal kurz. Ein paar davon. Ein paar davon. Das sollte dann reichen. Und was wir definitiv brauchen, ist was anderes. So. Da packen wir mal kurz was rein, Alter. Wir müssen ein bisschen Platz haben. Das geht ja gar nicht. So. Bilder. Das Bild passt dahin. Das Bild packen wir dahin. Will ich da nicht haben, will ich auch 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 nicht haben, das will ich haben. So. Ja, geht auch. Geht auch, fällt mir. So, und schon ist das Ganze ein bisschen wohnlicher, das Ganze hier drin, ne? Jetzt brauchen wir noch Scheiben. Da noch vier, da noch drei, ne? Das sind drei. Das sind drei. Sind sieben, sind acht Scheiben brauchen wir noch. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das so schnell hinkriege. Ach ne, wir brauchen noch ein bisschen Treppen, sehe ich gerade. Wir müssen hier noch was machen.